Guten Tag, liebe Freunde. Ich bin der Erzählgute der Altheiden und nachdem ich kürzlich einen Film über die Birke gemacht hatte, denke ich, ist jetzt auch Zeit, die Esche mal an die Reihe zu nehmen. Die Esche ist schließlich der klassische Weltbaum in unserer Mythologie und deswegen verdient er eigentlich eine besondere Beachtung. Wir unterscheiden, also das hier ist eine Esche, wir unterscheiden drei Eschen. Die schmalblättrige Esche, die gemeine Esche, das ist die, über die wir jetzt reden, und die etwas kleinere Manna-Esche. Die ist aus Südeuropa hier eingewandert. Die Esche ist der höchste Baum in Nord- und Mitteleuropa, der vorkommt. Sie kann bis zu 40 Meter hoch werden. Das wurde schon in einem altenglischen Runenlied zur Eschenrune gesagt. Da heißt es nämlich Esk, also ist überhoch, menschenteuer, stark an Stütze, steht recht im Holze, es fechten ihn an viele Menschen. Hier habe ich übrigens mal die Blätter von so einer Esche. Man kann die Eschen leider leicht verwechseln mit dem Essigbaum oder mit anderen Bäumen. Da Wotan sich einst an der Weltesche aufhängte, um vom Zwerg Mime das Geheimnis der Runen und der neuen Welten zu ergründen, ist die Esche ein Baum, der dem Gott Wotan geweiht ist. Sie hat ja auch verschiedene Namen, die auf Wotan hindeuten, nämlich Yggdrasil. Ygr, der Schrecker, ist ein Beiname Odins und Drasil ist das Ross oder der Träger. Also Yggdrasil ist der Träger des Ygr. Dann haben wir Mima Maidur, das heißt Mimirs Baum. Mime im Deutschen ist der weise Zwerg. Dann haben wir auch Hot Mimirs Holz, also das Schatz Mimirs Holz. Oder Lerats Laube, das heißt der Schutzspender. Und im Runenmythos, den ich übrigens schon in meinem ersten Runenvortrag mal zitiert habe, da wird sie auch Vinga Maidur, also Windbaum, genannt. Unser Name Esche war übrigens früher männlich, Asch. Das ist mit der Zeit weiblich geworden. Also das deutet dann schon darauf hin, dass es auch einer männlichen Gottheit geweiht ist. Und schon Tacitus hat diesen Baum erwähnt. Er erwähnt nämlich die Stadt Asciburgum. Und das heißt Eschenburg. Ne? So, also hier sehen wir so eine Esche. Hier habe ich die Blätter mal, die runtergefallen sind. Ich will euch jetzt mal aus der Edda dazu etwas vorlesen. Da fragte Gangleri, wo ist der Götter vornehmster und heiligster Aufenthalt? Har antwortete, das ist bei der Esche Yggdrasils, da sollen die Götter täglich Gericht halten. Da fragte Gangleri, was ist von diesem Ort zu berichten? Da antwortete Jafnhar, diese Esche ist der größte und beste von allen Bäumen. Seine Zweige breiten sich über die ganze Welt und reichen hinauf über den Himmel. Drei Wurzeln halten den Baum aufrecht, die sich weit ausdehnen. Die eine zu den Asen, die andere zu den Rimtosen, wo vormals Ginnungagap war. Die dritte steht über Niflheim und unter dieser Wurzel ist Quergelmir und Nithöger nagt von unten an ihr. Bei der anderen Wurzel hingegen, welche sich zu den Rimtosen erstreckt, ist Mimirs Brunnen, worin Weisheit und Verstand verborgen sind. Der Eigner des Brunnens heißt Mimir und ist voller Weisheit, weil er täglich von dem Brunnen aus dem Gjallarhorn trinkt. Einst kam Allvater dahin und verlangte einen Trunk aus dem Brunnen, erhielt ihn aber nicht er, bis er sein Auge zum Pfand setzte. Unter der dritten Wurzel der Esche, die zum Himmel geht, ist ein Brunnen, der sehr heilig ist, Urda-Brunnen genannt. Da haben die Götter ihre Gerichtsstätte. Jeden Tag reiten die Asen dahin über Bifröst, welche auch Asenbrücke heißt. Viele schöne Plätze gibt es im Himmel, die alle unter dem Schutz der Götter stehen. So steht ein schönes Gebäude unter der Esche bei dem Brunnen, aus dem kommen die drei Mädchen, die Urd, wer dann die Skuld heißen. Diese Mädchen, welche aller Menschen Lebenszeit schaffen, nennen wir Nornen. Auch wird erzählt, dass die Nornen, welche am Urd-Brunnen wohnen, täglich Wasser aus dem Brunnen nehmen und es zugleich mit dem Dünger, der um den Brunnen liegt,
auf die Esche springen, damit ihre Zweige nicht dorren oder faulen. Dieses Wasser ist so heilig, dass alles, was in den Brunnen kommt, so weiß wird wie die Haut, die inwendig in der Eierschale liegt. Den Tau, der von ihr auf die Erde fällt, nennt man Honigtau. Davon ernähren sich die Bienen. Hier seht ihr ein Bild der Weltesche aus einer Edda-Handschrift, der Edda Oblongata von 1680. Diese Handschrift geht natürlich auch auf ältere Vorlagen zurück. Man sieht hier die Esche selbst, die vier Hirsche, die an den Zweigen nagen, oben den Adler, das Eichhörnchen Ratatosk und den Drachen Nithögger, der unten nagt. Also die Esche, die Weltesche hat drei Wurzeln. Die eine Wurzel, das gibt es unterschiedliche Schilderungen, die einen sagen zu den Göttern, also zu den Asen. Die andere Schilderung sagt, dass es zu den Menschen geht. Aber da die Burg der Asen in der Mitte der Welt ist, wo die Menschen leben, passt das zusammen. Die andere geht zu den Rimtosen, also zu den Riesen. Und die dritte geht nach Niflheim, also ins Totenreich der Hel. Und unter jeder dieser Wurzeln ist ein Brunnen. Der Brunnen der Nornen, der Urdbrunnen nämlich, der Brunnen von Mimir. Und bei den Riesen ist ja auch der Quergelmir, dieser Urbrunnen. Übrigens sind Eschen auch Bäume, die gerne im Feuchten wurzeln. Zu den Wurzeln haben wir auch noch die neun Welten, die an den Ästen dran sind, sodass das insgesamt 12 sind, was man auch auf den Tierkreis bezogen hat. Hier seht ihr den Tierkreis und das ist eine Interpretation, dass unten die drei Wurzeln in drei Tierkreiszeichen gehen und die neun Äste in die restlichen neun anderen Tierkreiszeichen. Das ist eine Interpretation des Weltbaumes, denn vom vierten Haus zum zehnten Haus, sagt man, ist ja auch die Entwicklung des Menschen. Also das vierte Haus ist sozusagen seine Herkunft und das zehnte ist, wo er hingeht, auch beruflich, wo er sich hin entwickelt. Und so steigt er dann sozusagen wie ein Schamane an diesem Stamm der Weltesche hoch. Das ist so eine der Interpretationen. Ob die stimmt, weiß ich natürlich nicht. Bei seiner Initiation hing Allvater Wotan 9 Nächte an einem Ast der Esche, der Weltesche. Und das bedeutet, er hat die 9 Welten, die von der Weltesche, von den 9 Ästen sozusagen verbunden werden, die hat er bereist. Das ist ja auch ein schamanischer Ritus, der da passiert ist. Also er hat eine Initiation für 9 Welten erhalten. Wenn man jetzt die Frage stellt, na gut, das ist in der Edda, hat das auch was mit uns zu tun? Ja, hat es. Es gibt nämlich auch aus Deutschland Überlieferungen. Einmal aus dem alten Erntespruch, den ich schon im Herbstfest mal gebracht habe. Up den Holte wächst manigerlei. Auf dem Holz wächst mancherlei. Das ist Wotan am Weltbaum gemeint. Wir haben also die Überlieferung, dass Wotan bei uns auch in unseren Vorstellungen am Weltbaum hing. Und wir haben auch die Überlieferung von dem Baum des Mimir Mima Maidre. Das finden wir in einem alten hessischen Volkslied, was ich euch mal jetzt vorsinge. Mima Maide steht auf der Heide, hat ein grün Röckel an, sitzen drei Frauen dran. Die eine schaut nach vorne, die andere in den Wind. Das Weibsbild an dem Borne hat viele, viele Kind. Diese drei Frauen sind die drei Nornen am Brunnen, an der Weltesche und die heißt sogar in diesem hessischen Lied Mima Maide. Also den gleichen Namen. Die Nornen begießen den Baum, die Weltesche, damit sie gut wächst. Früher wurden in Schweden und Dänemark der Eschenfrau wurde geopfert, indem man am Aschermittwoch Wasser über die Wurzeln des Baumes goss. Diese Eschenfrau ist die älteste der Nornen. Das ist interessant, dass sich das also auch im Brauchtum erhalten hat. Jetzt möchte ich mal zur Schöpfung der Menschen kommen, denn wir wissen ja, in unserer Mythologie werden die Menschen aus einer Esche und einer Embla, also einer Ranke, geschaffen. In der Edda heißt es da, gingen da dreie aus dieser Versammlung, mächtige und mildtätige Asen zumal, fanden auf dem Lande ledig der Kraft Ask, also Esche, und Embla, Örlök, ledig.
besaßen nicht Atem, nicht Ot, nicht Lohe, noch Gebärden, noch göttliche Gestalt. Atem gab Odin, Ot gab Hönir, Lohe gab Lodur und göttliche Gestalt. Eine Askür weiß ich stehen, heißt Yggdrasil, ein hoher Baum mit weißem Nass begossen. Davon kommt der Tau, der in die Täler fällt, immer grün steht er über Urds Brunnen. Das waren drei Strophen aus der Völuspá über die Menschenschöpfung. Die Götter finden praktisch am Meeresstrand diese Bäume, die Esche, Ask, und eine Embla, die das übersetzt man mit Ampelos, also eigentlich eine Ranke. Hier sehen wir so eine Ranke an einer Esche. Das ist selten, dass man sie jetzt so zusammen hat. Und das ist die Vorlage, das nahmen die Götter, um daraus die Menschen zu schnitzen. In der Edda werden tatsächlich beide Begriffe nacheinander gestellt. Ask als erster Mensch und Ask als Weltesche. So, in Uppsala in Schweden stand ein heiliger Baum, es ist ja so ein Hauptheiligtum gewesen, und da schreibt Adam von Bremen, niemand wüsste, welcher Art er ist. Es ist schon merkwürdig, dass da also in Uppsala ein Baum steht, den keiner bestimmen kann. Forscher haben gesagt, war vielleicht eine, also er soll immer grün gewesen sein. Da haben Forscher gedacht, es wäre vielleicht eine Eibe, aber eine Eibe hätte man doch erkannt und jeden anderen Nadelbaum hätte man erkannt. Jeden Baum hätte man eigentlich erkannt, aber im Winter, wenn die Esche ihre Blätter verliert und dann so ein immergrüner Efeu sie total umrankt, und das war eine uralte Esche, dann wird es schwer, den Baum zu bestimmen. Dann sieht man nur ein immergrünes Gebilde, und das war wahrscheinlich der Baum in Uppsala, eine heilige Esche. Dass der Mythos von der Weltesche uralt ist, sehen wir auch daran, dass es ihn bei den Griechen auch gibt. Nämlich Zeus schuf das dritte eherne Geschlecht aus Menschengeschlecht aus dem Holz einer Esche. Diese Menschen wurden allerdings gewalttätig und grausam, und deswegen beschloss er, sie untergehen zu lassen in einer Sintflut, wo sich dann nur zwei retten konnten. Tatsächlich ist das Wort Esche identisch mit Speer oder auch mit Schiff, also mit Kriegswaffen. Auch der Bogen wurde aus Eschenholz gemacht, also Esche ist auch ein Kampfmittel. Bei den Griechen allerdings ist es nicht unsere große, gemeine Esche, sondern die nur bis zu 10 Meter groß werdende Manna-Esche. Also man hat es übertragen, weil die großen Eschen kommen in Griechenland sehr selten vor. Diese Manna-Esche heißt auch Schmuckesche, Himmelsbrot, Blütenesche, kommt bei uns ganz selten in Gärten vor. Von so einer Esche wurde Zeus, als er jung war, ernährt. Er hatte auch verschiedene Ammen, die nach dieser Esche heißen. Und diese Esche bekommt, wenn man ihn ansticht, einen Saft, der wird dann fest. Und das ist ein süßer Saft, also den nennt man dann auch wirklich Manna. Und der ist was ganz Besonderes. Auch ein Zuckeraustauschstoff für Diabetiker. Also der wird in vielerlei Weise für die Heilkunde verwendet. Man nennt ihn auch Manol. Manitol oder so. Also ein bisschen Alkohol ist auch drin. Es ist auch ganz interessant, dass es die vierte Rune, Os, in der jüngeren Runenreihe dem Wotan geweiht ist, und in der angelsächsischen Runenreihe ist das auch die Rune der Esche. Da haben wir also die Verbindung Wotan und Esche. Das ist auch ganz interessant. Wotan ist auch der Gott mit dem Speer, und der ist natürlich aus Eschenholz gemacht, und deswegen nennt man die Esche auch Gigeresch, also Speeresche. Was ihr hier seht, ist eine Darstellung von einem wendelzeitlichen Helmbeschlag aus Uppland, Schweden. Es zeigt Wotan auf seinem Ross mit den beiden Raben, mit dem Speer auch, und vor ihm ist eine Schlange. Ich zeige euch dieses Bild deswegen, weil es auch auf die Heilwirkung der Esche hinweist. Der Saft der Esche hilft nämlich gegen Schlangenbisse. Schlangen verabscheuen die Esche, sagt man. Zieht man mit einem Eschenstab einen Kreis um eine Schlange, wird sie an dem Ort festgebannt.
Trägt man abgehobelte Späne von Eschenholz auf dem Herzen bei sich, ist man vor den Bissen giftiger Tiere geschützt. Im angelsächsischen Neunkräutersegen heißt es, ein Wurm, also gemeint ist eine Schlange, ein Wurm kam geschlichen bis einen Mann, da nahm Wodan 9 Wuldor-Zweige, Zauberzweige, schlug die Natter, dass sie in 9 Stücke zersprang. Das heißt, die Esche nimmt man also irgendwie auch gegen Schlangengift und Wotan hilft eben auch gegen Schlangen schon im neuen Kräutersegen. Die 9 Wunderzweige dort sind natürlich die 9 Kräuter. Das ist eine andere Geschichte. Es gibt da noch weitere Verwendungen, die ich jetzt mal vortragen will zur Sommersonnenwende. Vor Sonnenaufgang schneidet man schweigend der Esche Zweige ab, die sich gen Osten wenden. Das ist ganz interessant. Die Ostrichtung von Zweigen wird ja auch schon im Sigurdrifumal der Edda erwähnt, bei Zweigruhen, die man zur Heilung braucht. Die Eschenzweige müssen mit 3 Schnitten abgehauen werden, ohne sie vorher zu berühren. Sonst würde nämlich die Kraft der Esche sozusagen schon vergehen. Auf diese Weise erhält man ein Wundholz, welches nur durch Berührung oder Reibung alle Wunden heilt. Auch das Werkzeug, woran man sich verletzt hat, soll man damit bestreichen. Also offenbar geht es dabei darum, irgendwelche schädigenden Dämonen durch das Eschenholz zu vertreiben. Das Holz selbst kann auch vor Sonnenaufgang oder am Mittag gehauen werden. Wegen dieser Verwendung heißt die gesamte Esche auch Wundholz. Wenn Maria Verkündigung mit dem Karfreitag zusammenfällt, soll man an diesem Tage, das ist der 25.3., Äste von der Esche schneiden, von der Seite, die von der Morgensonne nicht beschienen wird, also die Westseite. Das Holz ist dann unverweslich. Wenn sich einer mit einer Waffe verwundet hat, schlägt man nur diese in das Holz und die Wunde verheilt problemlos. Man sieht hier, dass der Baum, aus dem man ja Waffen macht, Speer, Bogen und so weiter, auch gegen Verwundungen durch Waffen hilft. Die Esche hilft auch gegen Gicht, indem man am Karfreitag in der Mittagsstunde stillschweigend zur Esche geht und haut mit einem Schnitt 9 kleine Zweige ab. Das ist also eine schwere Aufgabe, die man dann in einem Leintuch bei sich trägt. Oder der Gichtkranke lässt seinen ganzen Körper mit gekochten Eschenblättern umwickeln. Die jungen Triebe der Esche beim Hause wurden früher an das Vieh verfüttert. Daher heißt sie auch Schafesche oder Geistbaumesche. Und das Interessante ist, dass es gibt auch verwachsene Eschen, kann ich euch jetzt nicht zeigen. Die nennt man Truteschen, weil man sagt, auf den Zweigen sitzen die Truden, also die Geister. Schädigende Geister und bewirken, dass es so verwachsen ist. Aber oft ist es auch so, dass die Bauern zu viel von den Zweigen abgeschnitten haben, sodass die Esche dann leider so verkrüppelt wuchs. Also das ist eigentlich nicht unbedingt auf die Truden zurückzuführen. Aber man sagt auch in England, dass sich unter den Eschen die Hexen versammeln und ihre Veranstaltungen halten. Und das erinnert uns ja daran, dass im Heiligtum von Uppsala diese große Esche stand und da hat man die heidnischen Feste gefeiert und in der späteren Zeit hat man aus den Heiden die Hexen gemacht und die waren dann auch unter einer Esche. Das war natürlich für die Heiden damals und für uns auch ein heiliger Baum. Die Esche als Baum Wotans übrigens stand früher bei jedem Bauernhaus. Vorne meist der Holunder und hinten die Esche. Das war der magische Schutz von Frau Holle, Frick, Fria und hinten Wotan. Dann kam leider die Aktion, unser Dorf soll schöner werden. In manche Gegenden und dann hat man leider die Holunder abgeholzt, weil das so ein Holunderbusch sieht für die Leute nach sieht dann nicht so schön aus für diese damalige Mentalität und dann sind zumindest die Holunder verschwunden. Das ist eigentlich nicht gut. Es gibt dann noch einen Haufen weiterer Verwendungen, zum Beispiel ein Tee aus den Blättern der Esche wirkt harntreibend und sanft abführend. Aus dem Samen, die man eine Woche lang in Branntwein angesetzt hat und dann filtert, wird eine Tinktur gemacht, mit der man sich gegen Rheumatismus einreibt. Dann gibt es
gegen Schwindsucht, wobei beim Volk immer Schwindsucht ist also nicht unbedingt mit Tuberkulose zu verwechseln, sondern mit Atropie. Gegen Schwindsucht schneidet man einjährige Eschensprossen, wenn der Mond 3 Tage alt ist, also 3 Tage nach Schwarzmond oder manche sagen auch Neumond, aber 3 Tage danach. Der Mann, der das tut, muss vollständig nackt sein und darf sie nicht mit bloßer Hand berühren oder auf die Erde fallen lassen, sondern muss sie in der Luft auffangen. So entsteht dann das Schwindholz und das wird mit der Schwindwurz, das ist Schillkraut, vermischt zu einer Mixtur gegen Schwindsucht. Das wird gegen Gliederschwund, also Atropie, verwendet. Das Sägemehl der Esche in Branntwein getrunken soll auch gegen Schwindsucht helfen. Von dem Sägemehl der Esche in Branntwein nimmt man morgens eine Messerstiche Spitze voll ein, und zwar nüchtern und abends vor dem Schlafengehen. Dann hilft das also gegen die Schwindsucht. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man mit dem Blut des schwindenden Gliedes getränktes Stück Leinen in eine Esche verbohrt. Also man macht ein Loch, tut es da rein und macht es dann wieder zu. Und dann gibt es auch noch das Rezept, dass man die Sprossen mit Friedhofserde vermischt gegen Schwindsucht, wobei das sicherlich nur äußerlich angewendet werden sollte. Dann gibt es noch gegen Gliederreißen, dass man seinen Körper mit einem vor Sonnenaufgang von sich abgewendet geschnittenen Eschenzweig bestreicht. Wie bei vielen Bäumen finden wir auch wieder bei Fieber und Zahnschmerzen. Da werden Fuß- und Fingernägel des Kranken unter einer Esche vergraben oder die Rinde wird zur Fiebersenkung eingenommen. Ihr aufgelegter Bast ist wie bei der Birke, dient zur Wundheilung. Das Holz der Esche wird bei Koliken auf den Leib gebunden. Bruchkranke Kinder zieht man durch das natürliche Loch oder den Spalt einer jungen Esche wegen des harten Holzes. Da sollen die dann also gekräftigt werden. Rinde und Blätter zur Asche gebrannt und im warmen Wein gemischt, tut man auf gebrochene Knochen. Dann wachsen sie wieder zusammen, sagte schon Konrad von Megenberg um 1350. Und gegen eine verlorene Stimme soll man ein Stück Eschenrinde unter die Zunge legen. Das erinnert uns daran, dass der Gott der Esche, Odin, ja auch Robtyr heißt, das heißt Sprecher oder Rufer der Götter. Deswegen hilft das natürlich auch bei der Stimme. Zuletzt möchte ich euch noch auf den Mythos nochmal eingehen. Mit Ask und Emler hatte ich ja gesagt, aus der Weltesche werden die ersten Menschen geschnitzt. Die Esche selbst ist der Mann und die darum rankende Ranke ist die Frau. Und so werden die ersten Menschen von den Göttern gemacht. Und dann gibt es ja irgendwann den großen Weltuntergang, Ragnarök. Aber die Menschheit wird dadurch überleben, dass zwei, Lief und Liftrasir, sich in der Weltesche, in dem Holz der Weltesche verbergen und dann wiederkommen. Das ist also wieder genau diese Weltesche, wo sie dann wiederkommen. Das ist dieses zyklische Weltbild. Aus der Esche gekommen, untergegangen und aus der Esche erneut gekommen. Das ist das alte heidnische zyklische Weltbild. Das ist interessant, dass es heißt, Honigtaust all ihr Mahl. Und die Manna-Esche hat ja diesen süßen Saft, der auch an der Luft fest wird. Da würde man denken, das müsste jetzt die Manna-Esche sein, denn die normale Esche, da macht man zwar ein Öl draus, aber diesen Saft hat sie nicht. Also da ist vielleicht auch schon in der Mythologie ein bisschen was zusammengekommen. Aber noch was Interessantes, was ich euch auch noch zeigen will, die Baumsärge. Bei den Germanen hat man Tote auch in Baumsärgen bestattet. Ausgehöhlte Baumstämme, oft eine Eiche, konnten aber auch eine Esche sein. Und da ist natürlich der Gedanke, dass auch der Tote in diesem Baum liegt, um auf seine Wiedergeburt aus dem Baum, der dann symbolisch auch der Weltbaum ist, um dann wiederzukommen. Das ist ja der Gedanke dahinter. Ich zeige euch jetzt mal ein Bild davon. Hier seht ihr einen rekonstruierten Baumsarg in einem archäologischen Park bei Hamburg, der hier besichtigt werden kann. Das Foto stammt von Wikimedia. So, liebe Freunde, das war's jetzt, was ich zur Esche sagen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr verwirrt. Und ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.